Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin in der Stadt Corinas. Ich war kurz pennen, um mein Leben aufzufüllen. Und jetzt würde ich Dietriche kaufen gehen, um danach diese Truhen, die ich in der letzten Folge nicht habe, öffnen können, weil mir die Dietriche gefehlt haben, noch zu öffnen. Und dann würde ich mich im Hafenviertel und generell hier in der Stadt nochmal umhören, wegen den ganzen anderen Sachen, die ich noch zu tun habe. Wegen den, nennen wir es mal, illegalen Geschäften herauszufinden und so. Weil es werden ja noch Leute vermisst. Okay, die finde ich wahrscheinlich irgendwo in einem Wald oder so. Aber zugleich auch noch die anderen Geschichten, die ich, nenne ich es mal, lösen muss. Aber erstmal Tom. Dietriche. Kannst du mir Dietriche verkaufen, wenn ich noch welche habe? Ich hoffe, okay, er hat noch welche. Ich weiß gar nicht, ob sich das immer neu. Ich hatte erst bei ihm gekauft gehabt. Auflädt, nenne ich es mal. Ja, okay. Latschen wir zurück. Latschen wir zurück zu hier dieser Ausgrabungsstätte. Da hatte ich ja so, ich glaube, locker drei, vier Truhen, die ich nicht gelootet habe. Ich weiß, man kann halt speichern, vorher die Dietriche ausprobieren, dann wieder laden und dann hat man die Kombination. Kann man machen? Finde ich aber halt quasi auch irgendwie sowas wie Irgendwer muss Cheaten. die Also Truhe man, klar, finden. man nutzt einfach die Programmierung aus, wie es programmiert ist, weil Das ist es halt interessant. nicht Zufall ist. Bin kein Fan davon. Also klar, an manchen Stellen vielleicht schon, wenn man gar nichts mehr hat und man würde nicht mehr zu der Truhe zurückkommen. Aber ansonsten denke ich mir, so muss man halt, soll ich das jetzt sagen, mit seiner Fehlentscheidung leben. Würde ich es jetzt einfach mal so sagen, ja. Genau. Danach würde ich mit den Leuten sprechen, die in der Kneipe sind. Also ich denke, da kriegst du die meisten Stories. Mal gucken, ob ich da noch was erfahre, weil ich habe da echt ziemlich viele Sachen noch auf. Ob die nun halt legal oder illegal sind, ist eine andere Sache. Finden wir heraus. Und danach würde ich wahrscheinlich, ich habe mir mal probiert, einen Plan zu machen, ins Minental gehen, weil ich leider nicht bei den Wassermagiern weiterkomme, weil ich erst die Sache für Watras machen muss. Und für Watras muss ich Fernando verraten, was ich noch nicht machen möchte, weil ich von ihm noch eine Quest auf habe. Und die Quest würde ich gerne vorher erledigen, bevor das soweit ist. Ja. Deshalb, mal gucken, bin gespannt. Ist vielleicht anders, als wie man es eigentlich machen soll, aber naja. Es ist, wie es ist. Was soll ich dazu sagen, Leute? Da war ein Pflänzchen, da war ein Pflänzchen. Hier war ich doch, hier waren noch irgendwelche Feldjäger. Da war noch ein Pflänzchen. Ja, okay. Na gut, wir sehen uns. Wahrscheinlich schneide ich das Video. Weil es halt echt langweilig ist sonst. Gleich bei der Ausgrabungsstätte wieder, wie ich probiere, hoffentlich endlich mal diese Truhen zu knacken. Weil hier ist ja an sich alles getötet, weil ich bin ja hier mit Laris dann gelatscht. Ich bin an der Ausgrabungsstätte und zwar waren hier noch irgendwo da zwei Verane. Und die würde ich noch erledigen. Also ich hoffe, ich krieg's hin. Ich hatte unterwegs schon eine Begegnung mit irgendeinem Wolf, den ich irgendwo mal übersehen hatte, nur weil ich eine Heilpflanze einsammeln wollte. Mal gucken. Aber ich glaube, das sollte eigentlich. Ja, okay. Und die habe ich jetzt auch alleine getriggert. Also sollte funktionieren. Ja, okay, oder auch nicht. Naja. So war mein Plan. Mein Plan war nicht gut. Naja. Ich kann halt ganz schlecht jetzt auch ausweichen. Wenn das Viech hinter mir ist, dann kann ich ganz schlecht den Step zurück machen. Ah ja. Na komm. Na komm. Jetzt hat gerade einen Backstep gemacht.
Die können auch Backstabs? Das ist ja krass. Krass, krass, krass. Ja, mich stört, dass ich sie auch nicht looten kann, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wo ich das, sagen wir es mal so, freischalten lassen kann. Hm. Finde ich noch heraus und ansonsten ist es so, wie es ist, nicht? Ist ja schließlich der erste, ist der erste Durchlauf, als ob der Durchlauf wird niemals perfekt sein. Beim ersten Durchlauf muss ich erstmal, lerne ich erstmal kennen, was es für überhaupt für Kreaturen es gibt, was es für Gegner gibt, etc. Also kann man gar nicht erst irgendwie von irgendwie was Gutem, nenne ich es mal, ausgehen, ja? Sondern einfach nur, was muss ich eigentlich, warum gibt es eigentlich eine Ratte? Ich habe die Ratte doch erledigt gehabt. Ich glaub's ja. Wo kommt denn die Ratte her? Ah ja. Und was mich irritiert, ist dieses Lager, wo niemand ist. Es gibt auch keine Info zu Dunkelpilz. Es gibt auch keine Info zu diesem Lager. Das irritiert mich halt wirklich. Eilpflanzen. Da war ich ja letztens schon kurz drin, aber hier gibt es einfach keine Info. Ich könnte jetzt nochmal grillen. Würde ich machen. Womit denn? Ist hier schon mit den Erdbeben? Ich frage mich auch, woher diese Erdbeben sind. Aber das Problem ist, ich kriege da nicht wirklich die Antwort, weil ich ja noch nicht, mit denen, wenn wir es mal so hoch im Kurs stehe, wenn wir es jetzt einfach mal so, dafür muss ich die Aufgabe von Vatras machen, die ich ja, wie ich gerade eben gesagt, noch nicht machen kann. Ich weiß, ich könnte Fernando jetzt schon verpetzen, aber ich würde mal gucken, ob ich das einfach schon Weidenbogen und Pfeile. Was ist denn ein Weidenbogen? Also ich habe ja nicht investiert in Bogen. Weidenbogen. Okay, der Weidenbogen wäre halt schlechter. Ich habe eine Armbrust. Benötigte Stärke 30, deshalb kann ich die verwenden, ja. Bei Stärke hatte ich ja gelevelt. Naja. Machen wir das, was wir eigentlich machen wollten. Ich habe die Triche gekauft. Wo ist denn die Hülle? Hier. Die Truhen endlich looten. Ich habe noch immer nicht herausgefunden, was diese komischen Steinhaufen machen. Wenn man die jetzt hier anschlägt, was sie tun sollen, das habe ich echt noch nicht gecheckt. Jo. Ich habe übrigens den Ton leiser geschaltet und trotzdem ist es so laut. Okay, ich habe keine Ahnung mehr. Bin erst mal gespannt. Ich speichere jetzt einmal. Kann ich nicht. Okay. Ah, direkt. Okay. Das haben wir. Ich habe gerade schon richtig viel verballert. Richtig viel verballert. Lederbeutel, Gold und Morgenstern. Einhandwaffe. 90. Ich glaube, das ist ja echt für später gedacht, das Gebiet eigentlich. Also richtig für spät. Ist ja aufgestanden. Nein! Wieso werden die denn jetzt sauer? Ich weiß nicht mehr, wo es rausgeht. Wieso werden die denn jetzt sauer? Deshalb gibt es Erdbeben. Wegen denen gibt es Erdbeben. Okay, die sind erst sauer auf einen, wenn man die Truhe lootet. Lass mal speichern. Oh, ist ja krass. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Essen wir erstmal ganz, ganz, ganz viel Fleisch. Ich habe noch Äpfel, Brot, Fisch. Was zum Fisch würde ich super machen.
Dafür musste ich aber erst einen Kessel. Ich habe gar keinen Kessel in der Nähe. Probier's mal aus. Also ich wundert mich jetzt, weil beim letzten Mal sind die nicht auf... Also da sind die Steinhaufen aufgestanden, aber die hatten kein Problem mit mir. Jetzt hatten die ein Problem mit mir. Okay, ich bin vorbereitet. Steingolem. Alter, Alter. Okay, okay. Die Steingolems sind etwas krass. Sie sind etwas sehr, 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 sehr krass. Krass, krass. Ich würde einfach nur das jetzt als krass, krass bezeichnen. Kann ich trotzdem die Truhe auf der anderen Seite looten oder sind die jetzt generell pisst auf mich? Weiß ich ja nicht. Ein paar Dunkelpilze essen. Okay, jetzt habe ich wieder Mana dazu bekommen. Bringt mir halt, glaube ich, erst was richtig, wenn ich als Magier unterwegs bin. Ich benutze einfach nur Standardspruchrollen, die ich halt kaufe für teuer Geld, weil ich es kann. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch noch so viele Kisten. Jetzt kann ich die ganzen Kisten nicht looten, weil die sauer auf mich sind. Diese komischen Steinhäufchen aufstehen. Warte, ich vorne, ich gehe jetzt mal auf die andere Seite hier. Weil hier waren ja nur die Goblins, hier waren keine Steinhäufchen mit diesen Warrior. Also diese komischen anderen Viecher. Und hier hätte ich alles gelootet, oder? Okay, hier war noch was drin, Dolch und Gold. Die Truhe war normal, die habe ich gelootet. Jetzt war noch eine Truhe im Vorraum. Testen wir die mal aus. Ich weiß halt nicht, warum jetzt auf einmal diese komischen Steinhäufchen aggressiv wurden. Das weiß ich halt einfach nicht. Müssten wir ausprobieren. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Okay. Das war echt ein bisschen weirdo gerade. Das war echt ein bisschen komisch. Und dann ist nur so wenig Shit drin. Dietrich kostet mehr gefühlt. Also, wie viel ich jetzt schon für Dietriche ausgegeben habe, ja. Die andere Seite, da stehen jetzt diese komischen Steindinger auf, die sauer auf mich sind. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Die kann ich. Die sind echt brutal. Die schaffe ich noch nicht zu besiegen. Vielleicht kommt der mir jetzt hinterher. Okay, der wirft mich einmal schon komplett durch den Geladen. Nee, da mache ich, das mache ich nicht. Dann ist es, wie es ist. Okay, schaffe ich noch nicht. Ich denke auch, weil da hat man teilweise auch Sachen bekommen, die als Stärke stand da. So eine Prozentzahl. So ein Wert, den man einfach gar nicht hinbekommen hätte. Also nehme ich mal an, das ist eh für später. Also nehme ich es einfach mal an. Den einen Teil habe ich gelootet, dann weiß ich, dass ich das noch nicht schaffe. Dann würde ich jetzt wieder zurück nach Corinnes gehen und mich nochmal in der Stadt umhören, wegen Klatsch und Tratsch. Ihr wisst schon, wegen den anderen Sachen, die ich nahe noch offen habe. Dann habe ich hier theoretisch das, was ich auf dem Level stand, den ich jetzt machen kann, gemacht habe, ist erledigt. Gehen wir nach Corinnes und hören uns einfach mal um. Ja, würde ich jetzt an der Stelle sagen. Oh, ein Blümchen. Blümchen. Bestimmt finde ich jetzt auf dem Rückweg wieder mehr Blümchen. Mal gucken, ist ja jedes Mal so. Wir sehen uns in der Stadt. Ich bin in Corinnes und das Erste, was ich machen würde, weil ich ja schließlich hier oben reingelascht bin, nenne ich es mal, ist es hier in die Taverne reinzugehen, die hier oben ist. Valentino konnte letzte Nacht seine Zeche nicht bezahlen. Er hat irgendwas gefaselt. Er wäre ausgeraubt worden und würde später bezahlen. So was. Und? Was hast du gemacht? Na, ich habe ihm eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Was sonst? Jo, hätte ich auch gemacht. Habe ich ja gemacht. Ist ja krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja schon echt eine Weile her, dass ich Valentino verprügelt hatte. Ist es wegen mir? Ich könnte jetzt sagen, hier, nimm diesen Ring. Hä? Ah, ich hab ja hier Valentino gelootet gehabt, aber es ist echt eine Weile her. Hier, nimm diesen Ring. Was? Ich verstehe nicht. Er gehörte Valentino. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der ihm eine Tracht Prügel verabreicht. Ah, das war das mit Riges, oder wie der heißt, der Typ, der da hinten auf einer Bank sitzt, hat gesagt, ich erinnere mich,
wenn du jemand, also wenn dir zu dir jemand sagt, er hat Valentino verprügelt, soll man immer den Ring weitergeben. Okay, krass, krass. Besonders er mich hat random angesprochen. Ich bin jetzt hier nur reingegangen, weil ich wissen wollte, ob er Neuigkeiten für mich hat. Hier, diese Leute an der Bar haben doch immer Neuigkeiten. Aber ich kann nur sagen, zeig mir deine Ware. Schade. Schade. Okay, ich hätte jetzt gedacht, ich kann mehr mit ihm interagieren. Besonders jetzt gerade eben. Wundere ich mich gerade. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch die Kneipe unten im Hafenviertel. Ich würde trotzdem noch mal probieren, mit Bosbar zu reden. Vielleicht hat er Neuigkeiten für mich. Weil schließlich geht es auch um seinen Bogen. Nee, ich rede erstmal mit dem Typ. Weil ich doch gerade hier den Ring immer weiter verschenke. Nee, ich kann nichts weiter sagen. Okay. Gehen wir mit Bosbar. Wie sieht's in der Stadt aus? Wenn die Orks uns tatsächlich belagern sollten, wird es hier ziemlich ungemütlich. Es gibt nur ein Schiff. Und das bewachen die Paladine. Damit werden sie bestimmt nicht die Bürger retten. Ach. Gibt es keine andere Möglichkeit, von hier wegzukommen? Nein. Ohne Schiff kann keiner von uns diese Insel verlassen. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Floß? Selbst bauen? U-Boot. Ist das wirklich wahr? Okay, gut. Mit ihm kann ich nicht weiterreden. Wahrscheinlich erst, wenn ich seinen Bogen finde. Gehe ich mal beim Bogen, war, glaube ich, die Info, ist ins Hafenviertel gerannt und in den Hafen gesprungen. Da vom Hafen, weiß ich nicht, irgendwie runtergesprungen. Ich habe theoretisch im Hafenviertel auch diesen Dude hier auf. Den Kredithai. Ich nenne ihn jetzt Kredithai, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Den hätte ich auch auf. Der kann auch was damit zu tun haben. Aber ich gehe erstmal hier in die Kneipe. Die haben doch immer Infos. Den einen muss ich doch für Geld bezahlen, damit der mir was sagt. Hier. Cardiff. Hier. Ich brauche Informationen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Okay, wir merken. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Ach nee. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Was war das denn? Er hat sich ja quasi so geschüttelt und so gezittert, während er sich umgedreht hat. Okay. Ich rede mit Nagur, aber hier, ich kann ihn noch fragen, ob er was für mich hat. Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Na klar. Was hast du für mich? Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Ach echt? Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Natürlich. Also ich soll klauen gehen. Also bei Daron. Also Darons Zeug klauen gehen. Und der wohnt bei Zuris. Wo hat denn Zuris sein Haus? Wahrscheinlich oben irgendwo beim Marktplatz. Ich gehe da nachher nochmal hin und finde es heraus. Ansonsten hier der andere Dude mit N. Ich glaube, das ist der, oder? Nagur? War das der? Nagur? Ah ja. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Nö. Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Ein Drittel? Nur ein Drittel? Ein Drittel vom Gewinn? Was bin ich? Was bin ich? Das ist doch kein Geheimnis. Er sollte lieber den Mund halten. Wir arbeiten zusammen, also machen wir auch halbe halbe. Okay, ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Okay. Natürlich teilen wir unser Gewinn gerecht. Geht doch. Okay, was ist dein Plan?
Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Ja. Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Ja. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Akil abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Und versuch bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Nee, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Wie hoch wird der Gewinn sein? Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Sicher? Wo ist Akis Hof eigentlich? Weiß ich. Der müsste da oben bei der Treppe sein, wo noch irgendwie Banditen rumstehen und Söldner, worum ich mich noch lange nicht gekümmert habe. Was ich aber noch machen werde. Wo ist Akis Hof? Verlasse die Stadt durch das östliche Tor, das direkt am Marktplatz ist. Wenn du dem Weg nach rechts folgst, kommst du bald an ein paar Stufen, die in den Stein gehauen sind. Geh dort hinauf und du kommst zu Akils Hof. Wann soll ich mit Baltram reden? Du kannst sofort losgehen. Er sollte inzwischen wissen, dass sein Bote nicht mehr auftauchen wird. Okay, wo finde ich Baltram? Na, ich nehme jetzt die Option, weil man soll ja jetzt... Also ja, ich... Marktplatz. Wo finde ich Baltram? Er hat seinen Stand am Marktplatz. Ach, gut, na dann. Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Aber wenn du versuchst, mich reinzulegen, bist du bald so tot wie der Bote. Vergiss das nicht. Bist du dir sicher? Den Typen habe ich doch schon mal umgekloppt. Der ist, glaube ich, schon mal draufgegangen. Bei meinem hier XP-Gewinn. Beim Marktplatz. Ich bin ein bisschen durcheinander einfach. Es liegt auch daran, dass hier mein Speicherplatz einmal krachen gegangen ist. Gehen wir auch zu Baltram. Doch, das würde ich jetzt, glaube ich, direkt machen. Weil ich will ja Infos bekommen und meistens ist es so, wenn man Infos bekommen möchte, muss man sich erstmal mit den Leuten anfreunden. Ja, dann kriege ich vielleicht auch mal Infos hier, weil so generell auch, also erstmal verschwinden hier Leute in dem Game und es verschwinden auch Dinge, also Sachen. Da muss ich mich hier erstmal einschleimen, weil der Wirt hier oben weiß nichts, da habe ich ihm zwar jetzt gerade den Ring gegeben, das war aber gerade wirklich Zufall. Mit Konstantino. Baltram. Mit Baltram habe ich so viel. Also, was hat der? Wie viel Dreck hat der denn am Stecken? Hast du Interesse an einem Job? Klar. Worum geht's? Mein Boot ist nicht zurückgekehrt und ich warte auf eine Lieferung vom Bauer Akil. Und wie viel ist dir die Sache wert? Ich gebe dir 50 Goldstücke. Gut. Ich bin dabei. Okay. Sag Akil einfach, dass du von mir kommst. Er wird dir dann ein Paket geben. Das bringst du zu mir. Wirklich? Das okay. Ist wo finde ich Akils Hof? Geh einfach hier vorne durch das Osttor raus und folge dem Weg nach Südosten. Nach kurzer Zeit kommst du an eine Steintreppe. Die gehst du rauf und von da kannst du Akils Hof schon sehen. Mhm. Ich weiß. Gehen wir nach Akils Hof. Aber ich glaube, ich würde es separat machen. Ich weiß, da sind noch diese komischen anderen, die da Stress verbreiten. Ich weiß allerdings nicht, ob ich erst den Stress lindern muss, bevor ich mit Akin sprechen muss. Das werden wir gleich sehen. Aber da stehen so komische Dudes. Das habe ich noch nicht gemacht gehabt, weil die damals immer so stark aussahen. Kann sein, dass ich das vormachen muss. Dann machen wir das gleich mit. Ansonsten mal sehen. Und da oben ist auch die Brücke, die ich noch machen muss. Genau, weil bei dieser Brücke muss ich ja... Sind diese Banditen, die ich erledigen muss für den Eintyp? Errol? Wegen den Steinplatten. Ach ja, habe ich hier viel zu tun. Ich habe ja richtig viel zu tun. Bevor sich hier irgendetwas löst an den Aufgaben. Ich probiere es mal. Ich probiere es mal, die Sachen abzuarbeiten. Die Sachen, die ich abarbeiten kann, bevor ich quasi das nächste starte, nenne ich es mal. Ob es nun das Minental ist oder ob ich nun doch Fernando vorher verpetze, werden wir sehen. Weiß ich jetzt auch noch nicht. Mal gucken. So, Aki, das ist der Hof. Den hatte ich ja schon mal gesprochen gehabt. Aber ich habe den Stress hier nie gelöst gehabt. Ja, genau. Ich habe den Stress nie gelöst gehabt. Ich würde vorspeichern, falls es gleich Stress gibt. Ihr wisst.
Der arme Kerl. Aki. Hey, du. Ich glaube, ich muss erst die Sache hier lösen, bevor ich die Aufgabe machen kann. Gibt's Schwierigkeiten? Nein. Es ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Bist du sicher? Ja, es ist alles in Ordnung. Du, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Genau das habe ich auch gesagt. Nicht jetzt, ich kann jetzt nicht mit dir reden. Okay, die haben mir Stress. Das weiß ich noch. Mein Mann wird von diesen Halsabschneidern bedroht. Ja. Wir sind königstreue Bürger der Stadt und die Söldner wollen uns ausrauben. Jetzt steh doch da nicht herum. Tu doch irgendwas. Hilf uns. Ich steh herum, weil ich bin Söldner. Ich bin Söldner, deshalb gib mir Geld, dann mache ich was. Das ist kein Geheimnis. Alles klar. Sobald hier einer was Falsches sagt, geht der Tanz los. Also halt lieber die Füße still, sonst gibt's ein Gemetzel. Kämpfst du mit? Ich werde nicht hier herumstehen, wenn der Tanz beginnt. Aber ich werde es auch nicht heraufbeschwören. Okay, der wird jetzt herumstehen. Okay, klären wir mal die Sache. Ich speichere nochmal, weil ich glaube, ich sterbe gleich. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Aber klären wir das doch mal für die Leutchen hier, ja? Was dich auch immer hergeführt hat, besser du vergisst es und verschwindest. Nö. Ich habe doch sogar Habe ich die bessere Rüstung? Du bist ja immer noch hier. Also du hast jetzt die Wahl, Fremder. Verpiss dich oder stirb. Du stirbst gleich. Ich will nur was abholen. Wir auch. Wir waren zuerst hier. Also verpiss dich. Das muss ich dir wehtun. Alter, die Wortwahl, Digga. Ich habe dir eine Chance gegeben. Aber du willst es anscheinend nicht kapieren. Okay? Das hast du verdient. Ich mach dich fertig. Engaro, machen wir sie fertig. Ja, bist du dir sicher? Ich hätte mich einfach nicht mit dem... Mein Name ist Akil. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Du solltest sie eigentlich kennen. Das waren Söldner von Onas Hof. Wie du. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann. Alter, ich musste gar nichts machen. Die Bauern haben die zerlegt. Ich konnte gar nichts machen. Das Einzige, was ich vielleicht hätte tun können, ist nochmal zu Onas Hof latschen. Weiß ich nicht, hier mit... Wie heißt der? Tolfor? Tolfdir? Nein, komplett falsches. Der Typ vor dem Haus mit T. Hätte ich sprechen können, weil ich glaube, der verteilt die Aufträge, nicht Lee. Um zu schauen, ob der was sagt. Aber es ging einfach los. Ich musste gar nichts machen. Die Bauern waren theoretisch stark genug. Die waren einfach stark genug. Wie wär's mit ein paar Goldstücken? Ja, klar. Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind arme Bauern. Ich auch. Es reicht gerade zum Überleben. Alles, was ich dir anbieten kann, ist eine Mahlzeit. Geh zu Kati und lass dich von ihr versorgen. Wenigstens kriege ich vielleicht von Kati endlich mal eine Suppe. Wenn Thekla mir keine Suppe geben will, kriege ich vielleicht endlich mal eine Suppe von Kati. Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute. Dem auch? Tonak und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Ich weiß nicht. Das Problem ist, ich brauche einfach... Sag mal, wie viele Leute verschwinden denn hier? Was wollten die Söldner von dir? Willst du mich verarschen? Die Söldner wollten die Pacht eintreiben. Jo. Du kennst dich doch in der Gegend aus. Klar. Was willst du wissen? Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Da gibt's nur jede Menge Monster. Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten sind. Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben. Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. Banditen? Okay. Ich würde ja die andere Sprachoption gleich mitnehmen, aber okay, da gibt's doch eine Banditenhöhle. Banditenhöhlen würde ich machen. Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne. Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst.
Da lungern dann schon die Söldner rum. Ich weiß, ich gehöre mit zu der Sorte. Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolph. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Okay, frage ich Randolph. Aber kommen wir zur eigentlichen Aufgabe. Baltram. Ich komme von Baltram. Ich soll ja eine Lieferung für ihn abholen. Dann bist du sein neuer Bote. Okay, ich habe das Paket schon fertig gemacht. Na, supi, danke dir. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. So, ich habe hier irgendwelche Punkte bekommen, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Der hat Dietrich hier dabei. Auch den Chrom-Zweihänder. Von dem haben sie die Waffe gar nicht genommen. Von dem haben sie die Waffe genommen. Mit Randolph soll ich noch sprechen, ja? Das würde ich machen, weil der hier irgendwo auf dem Hof ist. Und dann latsche ich zurück zu Baltram. Randolph. Warte mal. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Ich auch. Ich auch, aber nicht nur einen Schluck, vielleicht so fünf. Fünf 0,5 Liter Schlücke, das wäre, glaube ich, vollkommen okay. Du kommst nicht aus der Gegend, richtig? Ich komme von den südlichen Inseln. Irgendwann hieß es, sie bräuchten Leute in Korinis, wegen dem magischen Erz. Hier? Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Und da wollte ich nicht rein. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Akir gegangen. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs gemacht. Schlechtere Jobs gemacht? Da will ich gar nicht wissen, was. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Warum? Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Wetttrinken. Okay, in der Taverne gibt es Wetttrinken. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Okay. Ich glaube, das wäre unsere nächste Aufgabe hier. Die Taverne will ich jetzt aber nicht. Ich möchte erstmal das mit Baltram erledigen, aber ich will noch meinen Eintopf haben. Essen geht vor. Oder liegt Essen? Kann ich das mitnehmen? Gut. Hey, du. Akil meint, du hättest... Ich hab Hunger. Akil meinte, du hättest eine Mahlzeit für mich. Es sind schwere Zeiten für uns angebrochen, seit die Barriere nicht mehr da ist und das Land unsicher geworden ist. Hier hast du einen Laib Brot, etwas Fleisch und einen Schluck Wasser. Mehr kann ich leider nicht entbehren. Mehr als was ich woanders bekomme, dankeschön. Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut, danke. Danke dir, bis dann. Warum wehrt ihr euch nicht gegen Onas Unterdrückung? Wir stadtnahen Bauern sind besser beraten, uns mit der Miliz der Stadt gutzustellen, als auf Onas Söldner zu bauen. Es gibt da aber auch noch Benga und Sekob, die lieber ihren Hof aufgeben würden, als für den König zu arbeiten. Ja. Wieso kann ich das jetzt nachfragen? Ich kenne doch schon Benga und ich kenne Sekob. Sekob habe ich schon fertig gemacht und bei Benga komme ich gerade nicht weiter. Wo finde ich die Höfe von Benga und Sekob? Sie sind nicht weit vom Hofe des Großbauern entfernt. Geh weiter nach Osten. Dort wirst du sie finden. Ich will nur die Sprachoption fertig haben. Habt ihr nie daran gedacht, hier wegzugehen? Aus diesem Teil des Landes kommt man nicht so einfach weg. Das ganze Land ist umschlossen von einer hohen Felskette, die unüberwindlich ist. Die beiden einzigen Wege von hier fort sind der Pass ins alte Minental und der Hafen. Da wir uns die Überfahrt mit dem Schiff nicht leisten können und das Minental ein Land ohne Wiederkehr ist, werden wir hier bleiben müssen. Was weißt du über den Pass? Ich bin selbst noch nie dort gewesen. Er muss aber irgendwo bei Bengas Hof auf dem Weidenplateau sein. Ich weiß, wo der ist. Pass auf deinen Mann auf. Ich werde mich bemühen.
die letzte Antwort, also die letzte Dialogoption. Ich musste die einfach auswählen. Gehen wir zurück. Wir haben das Päckchen von Baltram, das haben wir geklärt. Ja, ich würde gleich wieder speichern. Ich musste mich gar nicht prügeln. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte. Ich fand's lustig, weil die Bauern theoretisch stark genug gewesen wären, um es selbst zu klären mit den zwei Söldnern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es hätte quasi regeln können, weil das Söldner sind, indem ich hier zurückgehe und mit dem Big Boss rede. Weiß ich nicht. Ob ich es hätte quasi anders lösen können, aber das ging einfach zu schnell. Es ging einfach zu schnell und ich, ja. Was soll man dazu sagen? Bringen wir das Päckchen zurück zu... Ich habe den Namen vergessen. Was mit N? Nafir? Nafir oder so? In die Bar? War da gerade was? War da gerade was zum Einsammeln? Nee, sah nur so aus. War, glaube ich, ein Schatten. Ah ja. Nee, dann bringen wir das jetzt zurück. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht. Ich würde es fertig machen. Ich habe zwar schon wieder 500 andere Millionen Optionen, weil ich jetzt mit dieser Taverne und dem Bett trinken wurde mir ja noch erzählt. Aber würde ich halt dann danach machen. Ich muss ja eh wieder zur Richtung Taverne, weil ich mit Errol noch sprechen muss. Wegen seinen Steintafeln. Aber dafür muss ich die Banditen oben noch erledigen. Auf der Brücke. Da muss ich eh wieder im Hof vorbei. Da oben. Da muss ich da ja lang gehen. Und hier war halt auch was gewesen, dass hier dieser Zuris, vielleicht, dass der Zuris ja Daron beherbergt und der ganz viel Geld hat. Okay, ich kann nicht mit ihm reden. Ich könnte wahrscheinlich nur bei ihm einbrechen und an die Truhe gehen. Und in der Truhe wird dann wahrscheinlich richtig viel Shit sein. Ja, aber ich weiß nicht, wo der wohnt. Ich meine, es gibt ja kein Klingelschild. Finde ich vielleicht noch heraus. Also das hätte ich dann halt auch noch die Info zumindest, dass es da scheinbar viel zum Einsammeln gibt. Nehme ich mal an. Ja, nehme ich jetzt einfach mal so an. Gehen wir jetzt erstmal wieder hier zurück zur Bar und geben das Päckchen ab. Ich will eigentlich nur Infos haben, weil ich die anderen Sachen noch lösen muss. Und alle Hinweise, ob es nun der Bogen, Bosbos Bogen ist oder was anderes, führen ins Hafenviertel. Ich brauche Infos und ich muss mir jetzt erstmal hier Freunde machen. Das Lustige ist, er redet ja noch mit mir, obwohl ich ihn eigentlich, ich glaube, verprügelt hatte. Nagur heißt er, Nagur. Was habe ich gesagt? Ich habe irgendwas anderes gesagt. Ich habe die Lieferung dabei. Gut gemacht. Ja, ich werde sehen, dass ich sie loswerde. Komm morgen wieder. Gut. Ich würde dann sagen, dann, ja, gehe ich kurz pennen. Kommen wir morgen wieder. Alles kein Problem. Steht hier die eigentlich? Kann ich eigentlich noch was mit Lee machen? Hey, du. Okay, lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Frage ich mich auch. Okay. Ich kann nichts auswählen, aber irgendwann kann ich schon mal nochmal mit ihm on Tour gehen. Nehme ich mal an. Ich würde im Puff jetzt schlafen gehen. Was ich aber nochmal ausprobieren würde, weil ich habe ja zwei goldene Schalen schon die ganze Zeit. Und er will sie nicht haben. Hey. Ich würde jetzt einmal ausprobieren, diesen Vergessenszauber zu machen, weil ich ihn ja probiert habe zu verprügeln, ob es daran liegt oder nicht. Ich habe jetzt davor gespeichert, sicherheitshalber, damit ich nicht die Schriftrolle verballere. Habe ich überhaupt noch einmal vergessen? Vergessen. So. Hey. Nee. Kurz warten. Hey, du. Nee, das geht auch nicht. Okay, die Vergessensschriftrolle geht in dem Fall auch nicht. Ja. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache wegen dieser goldenen Schale, die er noch haben möchte. Die Lucia wollte, weil ich habe inzwischen zwei. Ein bisschen viel, nicht? Was soll ich mit so viel goldenen Schalen? Kann man sich nicht drauf verlassen. Aber nichtsdestotrotz, wir reden das hab ich schon morgen mit Nagur, oder? Weiter. Und deshalb war es mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Und bis morgen. Ciao.